herzlich willkommen zur heutigen Folge 7 Days Week. Ein neuer Tag hat begonnen. Wir werden dann auf den Kaiser fahren und mit dem Hochhauser. Wir haben ein bisschen Material für unsere Verteidigung. Und dann fahre ich wieder los, so gut wie das, das gedauert. Und jetzt gehen wir ein paar Eisen und nach Möglichkeit werden wir am Wärme noch behalten. So, und ob ich rauskomme, viele rauskommen, so da ist die Mauer. Nur sehen, dass unser Vorkommen auf dem Markt ist. Unten kommt gar nicht mehr rein. Ich denke, wir müssen draußen weitermachen. Das heißt, gehen wir auf Maschinengewehr. Wir haben Besuch. Das ist typisch. Natürlich spielen wir natürlich keine Brücke mehr hier, ne? Logisch. Aber erstmal für mich, dass ich jetzt rein rauskomme. Muss ich mal schauen. So, hier haben wir in den. Gamma-Schwanger produziert, also Gamma ihr Bild. Damit es wieder echt aussieht. Also im Grunde muss ich jetzt hier rein und dann hinten wurde hier. Unser Gelände ist etwas ungünstig. Wir sind hier mit einer Tal und Hang. Also muss ich hier tiefer rein. Das ist typisch. Ein Schuss, ein Treffer. Meine Sorge dabei ist, ist es nur einer oder sind mehrere? Ja. Eine ganze Horde ist, dann hat man sich im Haus verschwinden lassen und lieber von innen bekämpfen. Weil innen drin sind wir ein bisschen geschützt. Wir können nach oben flüchten, eine Höhe oder aufs Dach. So. Ja, wenn die Dinger mal entfernen, ne? Bevor wir am Kopf fahren.
kamen die dazu und die legt einfach eine Mauer an, komm, und die zu bearbeiten. Und wenn sie doch hier ankommen und hier ranarbeiten, kommen die ersten Keller, der nicht vorhanden ist. Und wir sind dann doch trotzdem ein bisschen sicher. Weil in der Zeit, wo sie sich hier vorbuddeln, kann ich sie von oben entsprechend bekämpfen. Ganz rumbauen werde ich es nicht können, weil vorne ist der Keller. Da muss ich einfach einfallen lassen, wie ich am besten gestalten kann, dass trotzdem einen Rahmen ziehen kann. Also muss man sich da eine Betondecke einfallen lassen, damit da sich keiner nach unten buddeln kann, ne? Und dann die Kühe durch ins Haus kommt. Ja, das brauchen wir schon noch. Die Jagdgewehr ist nicht ganz so wichtig. So. Na. Ein bisschen Ressourcen mehr gewinnen, zumindest. Schenken sie eh schon viel. Also ich höre ständig was. Wird hoffentlich nichts gewesen sein, ne? Woher macht das so Lärm? Ich glaube, morgens nicht mehr vorbei. Da müssen wir halbwegs fertig sein, ne? Also zur Not muss ich hier halt noch eine Mauer ziehen, ne? Dann soll ich dich mit Stein dazu nicht sofort tief buddeln müssen. Sonst kommen wir ja gar nicht da hin, wo ich hin will. Na, hier ist schon gefährlich, hier ist schon Keller. Dann werden die gar nicht da. Thank you.
ohne Drogen wird es nicht so lange dauern, also. So, in die Richtung. Nach Süden. Hier nach oben. Einfach mal entlang. Leider frisst der Sprit ohne Ende. Na gut, dafür sind wir dann nicht. Und vor allem, da will ich keine Ausdauer. Außer ich könnte nicht meinen Keller jetzt hier. Gut als Erz. Schattende Bäume, ganz schön gewaltig. Denken wir, man kommt hier vorbei. Apache gefällt. Die haben mir die Leistung gewaltig runtergeschraubt. Na gut. Also ein Eisengewinn, ne? Und da schon unser Keller. Brenzlig, brenzlig. Müssen wir sehen, dass wir nachher das wieder zugemacht bekommen. Hier reinfahren möchte, bin ich weg. So, neben Stein habe ich gekriegt, gut. Mauer zieht und dann wird es anbrechen. Und hier ist gleich im Arm. Ja, meine Schritte machen mich verrückt hier. Ich denke mir so, schleichen sie an.
Weil wenn ich mir eine Basis bauen wollte, so eine Ebene hätte er uns. Begleiter. Obwohl ich hier angefangen habe, da dachte ich nicht, dass ich hier so eine Kelle ist, jetzt nochmal Bogen bin. Außenbereich kann ich ja leider nicht nachts machen, das ist ja leider so ein Gefährdung. Weil die so eine hohe Geschwindigkeit haben und sehr aktiv sind. Lustpacken, wie gesagt, und da ist man alleine so auf dem verlorenen Posten, weil man ja im Prinzip gleichzeitig Bullen kann und aufpassen. Keller. Die muss ich irgendwie überzaubern mit Ziegeln. Schauen, wenn ich bei mir habe. Nein, keiner bei mir. Dann gehen wir mal rein. Holen wir uns die Sachen mal. Also, die Gitter sind stärker wie das Mauerwerk. Wenn sie hier rankommen, dann habe ich sie schön im Visier. Und hier der neue Zugang. Tür abgesichert, Tür abgesichert. Und wenn ich nach oben, also hier kann ich sie unter Beschuss nehmen. Und ich kann das von unten nach oben schriften, so wie es hier. Ja, nachladen würde ich so. Das war eigentlich nicht meine Absicht. So, Beton. Dann noch mal gucken, ob ich diese alten Dinge hier kriege. Das dauert nicht lange. In meiner neuen Schmiede hier. Blasenbach? Nee. Ja. Da geht's schneller. Ja. Das Holz, haben Holz bei mir? So.
Ich wollte was herstellen, und zwar die nicht. Geht ziemlich schnell. Wenn wir den mitnehmen. Eins reicht nicht. Um die 70, da wollen wir auch ein bisschen näher bringen. So, den laden. Also jemand gezaubert kriegen. Haben wir auch dabei? Ja. Dann ein bisschen anmischen, Mischer, Beton. Weil ich muss da drin stabiler bauen, damit ich mir sicher sein kann, dass ich den hinten nicht hinkomme. Oder gleich durchbrechen. Hier kann ich sie genauso bekämpfen, wenn Fall ist, Fall ist. Das sind Eisengitter, auch stabil. Und hier sind ein, zwei Türen. Da springen jetzt abgesichert. Hier kommt, wenn sie hier hochkommen, dann kann ich sie von da bekämpfen. Also da wird sie gar nicht erst lange an der Tür klopfen. Ich lasse sie gar nichts rein. Die Tür werde ich wahrscheinlich noch umbauen. Weil ich von da das schlecht einsehen kann. Das heißt noch mindestens ein Stückchen weiter nach hinten. Hier muss ein bisschen nachgearbeitet werden, das ist klar. Ein bisschen optisch besser aussieht. Aber vorläufig. So, diese Höhe wollte ich die Dinger hinbauen. Damit ich hier immer weiter arbeiten kann. Und dass ich mir halbwegs in den Keller sicher fühlen kann. Muss ich irgendwie alles mitstellen. Kommt dann hier ran. Das ist gut. So, da muss ich jetzt hier irgendwie hoch. Wir verfressen. Also schön aus, ne? Das kam noch aus. Ich hab's alle.
So, damit es hier ein bisschen sicher ist, werde ich hier mal was aufstellen. Und zwar. Da kommen wir ganz gerne. Ja, falls Sie kommen, wenn Sie begrüßt werden. Ne? Dass ich hier zu bin. Das gleiche mache ich hier auch zu. Und doch geht's weiter. Aber hier ein Stein. Besser gehen wir Maschinengewehr, ne? Hat sich bewährt. Das ist ein gutes Stück. Weil dürfte ein paar Teile geschmolzen sein. Ja, dann müssen wir in den Keller gehen und nachbuddeln, ne? Eisen. Brauchen wir ein Eisen ohne Ende. Ja, nicht jetzt. Hier noch eine Treppe drauf, damit wir schneller gehen können. Aber das kann ich mal nachts hier machen, nebenbei. Ja, hier ist verkehrt. Ich muss ja den. Sollen wir keinen leichten Weg machen, ne? So, diesen Beton haben wir noch, Sand. Was mir jetzt noch fehlt, sind Steine. Ist mir nichts da. Gut, schon, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter. Ich sag mal tschüss, bis dann und bis gleich nachher. Tschüss.